zusammen hier in dieser mehr oder weniger warmen Location. Maike Zimmermann ist mein Name. Ich bin die wissenschaftliche Geschäftsführung vom Cornelia Goethe-Zentrum. Und in der Funktion hat das Orga-Team dieser Reihe mich gefragt, ob ich bereit dazu wäre, jetzt am Semesterende nochmal einen kleinen Rückblick zu machen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist insofern tatsächlich auch ein bisschen ein persönlicher Bogen, den ich schlage, weil die Auftaktveranstaltung hier ist mit meinem Arbeitsbeginn am CGC zusammengefallen. Und ich komme tatsächlich eher aus einer kulturwissenschaftlichen Praxis der Gender Studies. Das heißt, diese Mittwochabende sind für mich auch eine sehr intensive Einführung, möchte ich das mal nennen, in die soziologisch-politikwissenschaftliche, biotechnologische Flanke der Geschlechterforschung gewesen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ja, das Anthropozän, eine große Erzählung, nicht nur von der weltschaffenden und gleichzeitig weltvernichtenden Kraft des Menschen, sondern wieder mal vom Menschen als einem vergeschlechtlichten Wesen, dem weißen westlichen Cis-Mann, der den Kern dieser Geschichte im doppelten Sinne bildet und allzu leicht in der eigenen Vorausgesetztheit übersehen, nicht thematisiert wird. Und so hat es sich diese Reihe zur Aufgabe gemacht, das titelgebende Manthropozän dieses Semester nicht nur zu befragen, sondern auch in seiner Gänze in Frage zu stellen. Begonnen haben wir mit einer Podiumsdiskussion mit Nadja Abdel-Hafez, Jana Gungowski, Diana Hummel und Susanne Schulz, die sich dem Zusammenhang von Ökologie und Feminismus aus den unterschiedlichen Hintergründen ihrer theoretischen Forschung wie ihres Aktivismus genähert haben. Wobei ich tatsächlich sehr beeindruckt davon gewesen bin, wie theoretisiert der Aktivismus, wie aktivistisch sich die Theorie zu hören gegeben hat. Und tatsächlich ist mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben, wie Susanne Schulz aus der sehr spezifischen, sorgenden, behutsamen Form des Umgangs der AktivistInnen in Lützerath eine Forderung an Theorie und theoretische Konsequenzen entwickelt hat. Josef Bahler, der bei der Einführung machen wird, ist in seinem Vortrag dem Buch von Donna Haraway nach möglichen anderen Zukunftserzählungen bis tief in die Verästelung ihrer Neuverhandlung von Subjektivität, Handlungsmacht und Menschsein hinein gefolgt. Allerdings schließlich mit einer kritischen Wendung auf Haraways Entwurf einer künftigen, um viele Millionen reduzierten Menschheit. Und die daran anschließende und für mich tatsächlich sehr, sehr berührende Frage, für wen das aus heutiger Perspektive überhaupt möglich ist, diesen Verlust des eigenen Menschseins als etwas Utopisches zu imaginieren, und für wen dieser Preis viel zu hoch ist, weil man doch jetzt schon von dieser Position des Menschseindürfens ausgeschlossen ist. Catriona Sandilands hat sehr direkt auf den Titel der Reihe Bezug genommen und sowohl die vermeintliche Natur des Menschen als den eben schon erwähnten weißen westlichen Cis-Mann kritisiert, als auch einer diesem entgegen oder zur Verfügung stehenden und als passiv entworfener Natur. Auf der Basis ihrer Erzählung Bias Garden hat Sandilands unter anderem performativen, gewaltbestimmender Narrative zugewandt, wie der Frage, was es heißen könnte, to imagine or narrate differently. Und da erinnere ich auch gerne noch mal kurz an diese am Ende erwähnten Small Climate Stories. Mit dem bisher letzten Vortrag von Elisabeth Estoni sind wir noch mal tief in die Geschichte feministischer Theorie eingestiegen und haben uns vor dem Hintergrund der wirkmächtigen Vorstellung des Free Gift of Nature in der Parallele zu übersehener Care-Arbeit von Frauen der Frage ausgesetzt, ob Natur nicht dringend aus unserem vergeschlechtlichen Blick entlassen werden muss, um den ökologischen Krisen unserer Zeit überhaupt begegnen zu können. Heute wird Katharina Hoppe diese Reihe beschließen, komplettieren. Bevor das allerdings passiert, kommt jetzt der Moment für das große, einfache, aber sehr ernst gemeinte Danke in allererster Instanz an Amanda Lanert, ohne die hier nichts, aber auch nichts passiert wäre dieses Semester. Ja, genau. Und in
in zweiter Instanz, und dafür habe ich hier das, die Broschüre nochmal mitgenommen, weil inzwischen seid ihr nicht mehr nur Namen, aber eure Nachnamen sind trotzdem für mich noch nicht geläufig, das Orga-Team, die Konzeptionsgruppe Franziska von der Schür, Vicky Klutschig, Thomas Lemke und Josef Barla, die das alles hier inhaltlich auf die Beine gestellt und verantwortet haben. Ein herzliches Dank auch an euch. Und ich erlaube mir noch einen Blick sozusagen in die andere Richtung, nämlich nach vorne. Im kommenden Wintersemester werden die Cornelia-Goethe-Kolloquien von meinem alten Institut, dem Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft, bestritten werden, genauer von der Professur für Filmwissenschaft. Und zwar unter dem Titel Never to be old to be seen, Aging and Gender in European Cinema. Der Titel zeigt es schon. Das wird tatsächlich eine Reihe komplett auf Englisch sein. Und zusätzlich zu diesen Vortragslots zur altbekannten Zeit, Mittwoch 18 bis 20 Uhr, wird es auch Filmscreenings geben in den Räumen der Filmwissenschaft. Dazu möchte ich alle Interessierten ganz herzlich einladen. Und damit übergebe ich an Josef Barla, der Katharina Hoppe vorstellen wird, und wünsche euch und Ihnen allen einen spannenden Vortrag. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Es freut mich sehr, dass es doch noch so viele geschafft haben hier heute. Mein Name ist Josef Barla, das wurde schon vorgestellt. Und ich habe auf jeden Fall das Vergnügen, hier heute Abend den letzten Vortrag im CGC-Kolloquium mit Anthropozän, aktuelle Perspektiven auf Natur- und Geschlechterverhältnisse übernehmen zu dürfen. Noch mehr freut mich aber darauf, dass Katharina Hoppe hier sein kann heute Abend und unsere Einladung annehmen konnte. Also vielen Dank dafür. Wahrscheinlich muss ich Katharina Hoppe den meisten hier nicht vorstellen, ich mache es trotzdem nur kurz. Katharina lehrt und forscht hier im Institut für Soziologie, hat 2020 auch promoviert und lehrt und forscht unter anderem zu feministischer Wissenschaftskritik und intersektionalen Soziologien sozialer Ungleichheit. Sie hat sich auch intensiv mit dem Werk von Donna Haraway auseinandergesetzt und mit den neuen Materialismen. Und dabei immer wieder auch mit Blick auf die Fragen oder auf die Frage ethische und politische Fragen vor dem Hintergrund des Ereignisses des Anthropozäns. Und aus ihren vielen spannenden und auch überaus wichtigen und relevanten Publikationen würde ich gerne zwei hervorheben. Das ist einerseits ihre Dissertation, die im Campus Verlag erschienen ist, Die Kraft der Revision, Epistemologie, Politik und Ethik bei Donna Haraway. Und das gemeinsam mit Thomas Lemke verfasste Buch Neue Materialismen zur Einführung, ich glaube 2021 erschienen bei Junius. Genau, also wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, dass wir dieses Semester eine spannende Diskussion hatten, die auch das Kolloquium eröffnet hat, die sich um die Frage gedreht hat, der Frage nachgegangen ist, wie Natur und Ökologie oder was Natur und Ökologie mit Geschlecht zu tun haben, inwiefern Kämpfe um Natur auch mit feministischen Kämpfen zu tun haben. Und ich bin mir sicher, dass wir heute auch einige dieser Fäden wieder aufgreifen werden, sicherlich auch aus den anderen Vorträgen aus diesem Semester und vor allem dann auch mit Blick auf die Frage der Abhängigkeit oder der Affirmation von Abhängigkeit, wie man beziehen. Katharina, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und jetzt übergebe ich auch schon das Wort an dich. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie und ihr so zahlreich erschienen seid. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen. Wenn mir das jemand mal gesagt hätte, dass ich im CGC-Kolloquium sprechen darf, vor ein paar Jahren, wäre ich sehr, sehr glücklich gewesen. Ich bin es auch heute. Genau, und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, die wir gleich haben werden, und fange einfach mal an. Ja, die Chiffre Anthropozän, das ist, was wir dieses Semester jetzt schon mehrfach gehört haben, ist zu einem Buzzword geworden, das weit über akademische Kreise hinaus Wirkmacht entfaltet und zu einer Art Sammelbegriff für die gegenwärtigen ökologischen Verwerfungen geworden ist. Gerade geht es ja wieder richtig durch die Presse. Forscherinnen haben sich jetzt auf 1950 oder sind dabei, sich auf 1950 als Beginn des Zeitalters zu einigen, aus unterschiedlichen Gründen. Also wirklich heute war es, glaube ich, auf Spiegel Online und auf Zeit Online auf der ersten Seite.
bei aller Kritik, die wir ja auch im Rahmen der Vorlesungsreihe gehört haben, vor allen Dingen eben an der vereinheitlichenden Geste, die mit der Anrufung des Anthropos als geologischer Kraft und eines Zeitalters des Menschen als nicht weiter qualifizierten Kollektivsingular zu Recht verbunden ist, ist diese Chiffre Anthropozän dennoch, denke ich, von strategischem Wert, um das Augenmerk auf die großen Fragen unserer Zeit zu lenken. Mit dem Anthropozän ist nämlich ganz offensichtlich auch ein Krisendiskurs verbunden, der allerdings häufig diffus bleibt. Für welche Krisen steht denn eigentlich das Anthropozän? Das haben viele wahrscheinlich schon mal gesehen, aber ich möchte es noch einmal kurz aufrufen. Ohne zu tief jetzt einzusteigen in die verschachtelten Debatten um das Anthropozän, seinen Beginn, die wichtigsten Einflussfaktoren, möchte ich kurz die von Will Steffen und seinen KollegInnen hervorgehobenen Dynamiken der Great Acceleration bzw. großen Beschleunigung seit den 1950er Jahren aufrufen. Sie zeigen nicht nur, dass Erdsystemdynamiken und sozioökonomische Prozesse nicht voneinander getrennt betrachtet werden können, auch sind die Trajektorien des Anthropozäns stark mit jenem Jahrzehnt assoziiert, das SoziologInnen als Moderne beschrieben haben. Die meisten Kurven heben um 1900 allmählich ab, bevor sie dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg exponentiell zu wachsen beginnen. Die Beschleunigung und Steigerungsdynamiken, die die Graphen so eindrucksvoll vor Augen führen, sind dabei soziokulturell begleitet von einer Steigerung menschlicher Abhängigkeit. Ein zentrales Merkmal der Moderne liegt, wie etwa schon soziologische Klassiker wie Emil Durkheim oder Georg Simmel gezeigt haben, in der Intensivierung von Abhängigkeitsbeziehungen, etwa durch die Arbeitsteilung oder die Einführung der Geldwirtschaft. Paradoxerweise, so auch schon die Klassiker, führt diese Intensivierung von Abhängigkeit zu individuellen Freiheitsgewinnen, weil von Abhängigkeiten abgesehen wird und auch abgesehen werden muss, aber auch abgesehen werden kann. Etwa die Abhängigkeit von Lieferketten ist schon strukturell auf ihre Verleugnung angelegt. Ja, niemand kann das wirklich immer bis zum Ende dauernd verfolgen. Die Moderne lässt sich also als Zeitalter der Abhängigkeit beschreiben und als Zeitalter der Verleugnung von Abhängigkeiten. Mit Blick auf das Anthropozän lässt sich sagen, der moderne Anthropos ist keineswegs losgelöst und autonom, sondern verstrickt und abhängig. Im Anthropozän drängen sich die Abhängigkeitsverhältnisse in ihrer Materialität zunehmend auf. Als Störungen in Lieferketten, als Viren, als Überflutungen und so fort. Diese Phänomene erinnern an die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen, anderen Menschen und kaum überschaubaren Infrastrukturen. Es wird deutlich, wie existenziell Lebensformen, dabei auch besonders die Lebensform im globalen Norden, von allerhand relativ Unverfügbarem abhängig sind. Die zumeist relativ unsichtbaren menschlichen und nichtmenschlichen anderen, von denen diese abhängen, also die Lebensform abhängen, unterliegen historisch daher auch, Abwertungsmechanismen. Und diese Abwertungsmechanismen, das möchte ich jetzt gleich so ein bisschen entwickeln, sind eben das, was auch diese Verleugnungsleistungen mit ermöglicht. Mit Blick auf den Krisendiskurs lässt sich also zugespitzt sagen, das Anthropozän ist sowas wie die Krise moderner Abhängigkeitsverleugnung. Für ein Verständnis und die Kritik dieser Abwertungs- und Verleugnungsmechanismen, also die will ich jetzt ins Zentrum stellen, hat die materialistische und neomaterialistische feministische Theorie, das möchte ich zeigen, viel anzubieten. Und zwar besonders dann, wenn die Analyse von Abhängigkeitsverhältnissen ins Zentrum gestellt wird. Die historisch-materialistische feministische Tradition mit ihren wichtigen VertreterInnen wie Dalla Costa, Federici, Hennessy, Becker-Schmidt, um jetzt nur einige zu nennen, wurde allerdings jüngst, das ist meine Beobachtung, so der letzten 5 bis 10 Jahre vielleicht, häufig gegen Ansätze ausgespielt, die unter dem Label neuer Materialismen geführt werden. Letztere Position, also die Neomaterialistinnen, so eine ganze Reihe von Kritikerinnen, würden zu einem naiven Verständnis von Materie zurückkehren, dass Materialität in einer Vorstellung von Materie an sich aufgehen lasse,
und Materialität im Sinne gelebter historischer, historisch-spezifischer sozialer Realitäten in ihren herrschaftsförmigen Ausprägungen halt tendenziell verkennen. Also Materie an sich statt der sozialen Bedingungen. Andersherum wenden sich viele neomaterialistische Feminismen gegen klassische materialistische Feminismen, denen dann Verengungen in der Perspektive auf menschliche Arbeit oder Praxis sowie Ökonomismus und Anthropozentrismus vorgeworfen werden. Ich möchte diese Debatte nicht in die eine oder andere Richtung auflösen oder mich auf eine Seite schlagen, sondern es geht mir darum, Anschlusslinien zu skizzieren und Möglichkeiten wechselseitiger Ergänzung sowie produktiver Irritation auszuloten. Also das ist sozusagen das theorieinterne Interesse, ja, und das andere ist eher der Bezug auf den Krisendiskurs im Anthropozän. Um das im Folgenden zu entwickeln, auch vor allen Dingen, wie sich Krisen im Anthropozän verstehen und kritisieren lassen, werde ich feministische Materialismen zunächst als dualismuskritische Denkbewegung rekonstruieren und so auf einende Momente der Traditionslinie hinweisen. Im Anschluss beleuchte ich zwei Positionen näher, um den Begriff der Abhängigkeit als kritisches Instrument einzuführen. Das ist eben vermag, Brücken zwischen den unterschiedlichen Perspektiven zu schlagen. Und dabei handelt es sich um die Arbeiten der Ökofeministin Maria Mies, die exemplarisch für eine historisch-materialistische Perspektive stehen kann, und dann jene Donna Haraways, die neomaterialistische Positionen zugerechnet werden. Es soll deutlich werden, dass es einen materialistischen Feminismus und auch Ökofeminismus, falls wir den Begriff bewahren wollen, nicht allein um die Kritik von Abhängigkeitsverhältnissen gehen sollte, sondern auch um die partiale Affirmation mancher Abhängigkeit. Also, feministische Dualismuskritik. Kaum ein Motiv der feministischen Theorie hat so vielfältige Variationen erfahren wie die Dualismuskritik. So unterschiedliche Ansätze wie historisch-materialistische Feminismen, Ökofeminismen, neue Materialismen, die feministische Psychoanalyse, die Queer Theory, de- und postkoloniale Feminismen, feministische Wissenschaftsgeschichte. Sie alle formulieren in der einen oder anderen Weise fundamentale Kritiken an jenen herrschaftsförmig organisierten Differenzen, die die moderne Epistemologie und Politik so nachhaltig prägen. Und sie suchen nach Wegen, aus einem dualistischen Denken auszusteigen, in dem das andere stets als inferior gesetzt wird. Diese Setzung ist einer der Grundpfeiler der Misogynie, eine Wurzel männlicher Herrschaft. Prominent heißt es zu dieser Verwurzelung etwa schon bei Simone de Beauvoir: Die Frau setzen heißt das absolut andere setzen, ohne Wechselseitigkeit und unter Verleugnung der Erfahrung, dass sie ein Subjekt, ein Mitmensch ist. Diese Ausgangsbeobachtung teilen die Kritiken in unterschiedlichen feministischen Strömungen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Sie gehen von der Beobachtung aus, dass es sich bei Dualismen um Begriffspaare handelt, in denen eine Seite der Unterscheidung der systematischen Abwertung unterliegt, die historisch gewachsen ist und in unterschiedlichen Ausprägungen bis heute Wirkmacht entfaltet. Dabei unterscheidet Dualismen ihre hierarchische Strukturierung von einfachen Differenzen. Diese Unterschiede gilt es freizulegen, wie Donna Haraway angemerkt hat. Einige Differenzen sind spiegelisch. Andere bilden eher die Pole eines weltweiten historischen Herrschaftssystems. Epistemologie heißt, die Differenz zu erkennen. Dualismen strukturieren Herrschaftszusammenhänge, die nicht nur vergeschlechtlichten, sondern auch rassifizierten und klassenspezifisch differenzierten Logiken folgen. Diese zu entschlüsseln, ist eine Aufgabe feministischer Theorie. Allgemein lässt sich die Stoßrichtung feministischer Dualismuskritik im Anschluss an die Philosophin und Ökofeministin Well Plumwood wie folgt umreißen. Im Gegensatz zu Differenzen operieren Dualismen, in dem eine Seite der Unterscheidung passiv und inferior gesetzt wird. Plumwood geht etwa in ihren Überlegungen zu einem anti-essentialistischen Ökofeminismus davon aus, dass die Passivierung von Frauen und Natur strukturanalog funktionieren, aber eben nicht in essentieller Weise das Gleiche sind. Natur werde in der Moderne als passive Ressource begriffen, die durch Kultur und Technologie angeeignet, beherrscht und ausgebeutet werden.
Sie ist eine Art Hintergrund, auf dem sich das Eigentliche, etwa sowas wie Erwerbsarbeit oder Wachstum, abspielt. Weiblich markierte Personen würden in ähnlicher Weise passiviert oder ihre Tätigkeiten als Hintergrund begriffen. Das nennt Noel Plumwood Backgrounding. Gerade reproduktive Arbeiten und Care-Arbeiten unterliegen solchen Abwertungen. So dienen etwa Kindererziehung und Arbeiten im Haushalt als Hintergrund für das richtige Lernen in Bildungsinstitutionen oder als richtige Arbeiten in Form von Erwerbsarbeit. Für die Genese solcher Bewertungsschemata spielen Naturalisierungen eine zentrale Rolle. To be defined as nature is to be defined as passive, as non-agent and non-subject, as the environment or invisible background conditions against which the foreground achievements of reason or culture, provided typically by the white Western male expert or entrepreneur, take place. It is to be defined as terra nullius, a resource empty of its own purposes or meanings, and hence available to be annexed for the purposes of those supposedly identified with reason or intellect, and to be conceived and molded in relation to these purposes. Hier wird das Problem von Dualismen deutlich. Eine überlegene, als rational und schaffend konzipierte Kultur wird der Natur, die nichts Eigenes, keine Kultur und demnach auch keinen Wert an und für sich hat, gegenübergestellt. Zur Terra Nullius erklärt zu werden, bedeutet, als etwas hervorgebracht zu werden, das keine eigene Geschichte hat, keine Eigensinnigkeit, keinen Wert. Diese Mechanismen sind auch kolonial verstrickt. Wahlweise das unberührte Land, die Unzivilisierten oder Wilden, die in der einen oder anderen Weise feminisierte Natur, können als Objekte angeeignet oder müssen gemäß der kolonialisierenden Logik eingehegt oder beherrscht werden. Wie Plumwood zeigt, sind der Kultur Natur und Geist-Körper-Dualismus komplex verstrickt mit einer ganzen Reihe von anderen Begriffspaaren, die ihrerseits die Logik der Naturalisierung, Passivierung und der Abwertung des Anderen der Kultur und des Anderen der Vernunft perpetuieren. So unterliegt reproduktive Arbeit oder Sorgearbeit einer Abwertung gegenüber produktiver oder Erwerbsarbeit. Die Sphäre des Privaten wird gegenüber jener des Öffentlichen abgewertet und so fort. Noch einmal Plumwood. In practice, these dualisms form a web or network. One passes easily over into the other, linked to it by well-traveled pathways of conventional or philosophical assumption. Solche Verstrickungen wirken strukturbildend. Das Andere der Vernunft, den Körper, die Notwendigkeit, die Natur, die Reproduktion zu entwerten, hat für die Moderne fundierende und weitreichende Implikationen. Die skizzierten Abwertungsmechanismen beziehen sich auch und sogar zentral auf jene Materialitäten, die sich heute so krisenhaft aufdrängen und mit aller Wucht daran erinnern, wie abhängig die spätmodernen Subjekte von ihnen sind. Dies betrifft insbesondere Naturverhältnisse. Gerade weil Naturalisierungen so viel Leid gerechtfertigt haben, ist es schwierig, die fundamentale Abhängigkeit von Natur anzuerkennen. Auch in feministischen Diskursen wurden implizit Abhängigkeiten verkannt und abgewertet, weil Unabhängigkeit auch hier als normativ wünschenswert gilt. Denken Sie etwa an den Topos der unabhängigen Frau, der vielen liberalen Feminismen als normativer Fluchtpunkt dient. Und ohne Zweifel bleibt Unabhängigkeit von Ehemännern und Vätern, finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmung erstrebenswert. Gleichzeitig, das ist ein bisschen, was ich gerne entwickeln möchte, sollte die feministische Theorie nicht den Fehler wiederholen, Abhängigkeit zu verleugnen oder vollkommen abzuwerten. In dieser Weise würde nur jene Vorstellung autonomer Subjektivität wiederholt, die ausbeuterische und zerstörerische Ausschlüsse produziert. Inwieweit alte und neue Materialismen die Dualismuskritik für ein Verständnis der Zusammenhänge von Materialität, Abhängigkeit und ihrer Verleugnung fruchtbar machen, möchte ich im Folgenden mit Blick auf die Frage von Naturverhältnissen anhand der Positionen von Maria Mies und Donna Haraway diskutieren. Die mit dem Namen Maria Mies assoziierte ökofeministische Strömung, häufig zumindest im deutschsprachigen Raum als Bielefelder Schule bezeichnet,
entfaltete in den 1970er und 1980er Jahren großen Einfluss, geriet im Zuge queer-feministischer Aufklärung jedoch und sicherlich zu Unrecht in Verruf und dann auch zeitweise in Vergessenheit. Zu differenzfeministisch, zu essentialistisch, zu spiritualistisch. So lässt sich die Kritik am Ökofeminismus zusammenfassen. Wenn wir heute die Kritik der Naturverhältnisse aus feministischer Perspektive wieder aufnehmen, ist eine Befragung klassisch ökofeministischer Position jedoch allein schon deshalb von Interesse, um manche Fehler nicht zu wiederholen. Mies hat außerdem eine für mein Projekt interessante materialistische Analyse vorgelegt, weil sie Spannungsverhältnisse zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit verdeutlicht, die wiederum produktiv in ein Gespräch mit neomaterialistischen Überlegungen gebracht werden können. Mies dualismuskritischer Einsatz richtet sich zunächst und darin auch klassisch feministisch-materialistisch auf die hierarchisch strukturierte Gegenüberstellung von Produktion und Reproduktion. Die gemeinsame Claudia von Werlhoff und Veronika Benhold-Thomsen entwickelte These einer Hausfrauisierung der Arbeit speist sich aus einer materialistischen Analyse internationaler Arbeitsteilung, die den Blick besonders auf die Position und Funktion von Frauen im globalen Süden lenkt. Was sie als Hausfrauisierung beschreiben, umfasst dabei eine doppelte Bewegung der Verleugnung von Abhängigkeit. Einerseits sei die Bereitstellung der Subsistenzbasis für die Modernisierung der Länder des globalen Südens größtenteils von weiblich markierten Personen verrichtet, jedoch nicht als solche anerkannt worden. Das ist der eine Punkt. Andererseits und darüber hinaus seien Frauen auch aktiv in die Entwicklung, also die Entwicklung der Länder des globalen Südens, einbezogen und von der Subsistenzwirtschaft in die Lohnarbeit gedrängt worden. Allerdings, und das beschreibt eben das Schlagwort Hausfrauisierung, sei die Produktion von Konsumgütern durch Frauen nicht als solche verstanden, geschweige denn entlohnt worden. Im Gegenteil sei das westliche Breadwinner-Modell mitsamt der Ideologie der abhängigen Hausfrau auf den globalen Süden ausgedehnt und das Einkommen der Frauen als zusätzliches Einkommen zum eigentlichen begriffen worden. Also ganz wie im globalen Norden. Ja. So wurden nicht nur reproduktive Tätigkeiten unsichtbar gemacht, sondern auch der Beitrag der Frauenarbeit zur Produktion ins Private und Reproduktive verschoben. Die Abhängigkeit von der Sphäre des Reproduktiven, bei Mies immer mit dem Begriff der Subsistenz versehen, also eben all jene Praktiken und Prozesse, die der Erhaltung der Lebensgrundlagen dienen, wird verleugnet, indem etwas wie die Hausfrau überhaupt erst hervorgebracht wird. Ich zitiere mal: Diese Mystifikation, dass Frauen grundsätzlich Hausfrauen seien, ist nicht eine zufällige Nebenwirkung der neuen internationalen Arbeitsteilung, sondern eine notwendige Vorbedingung für ihr reibungsloses Funktionieren. Sie macht einen Großteil der Arbeit, die für den Weltmarkt ausgebeutet und überausgebeutet wird, unsichtbar. Sie rechtfertigt niedrige Löhne, hindert Frauen an der Organisierung, hält sie vereinzelt, lenkt ihre Aufmerksamkeit auf ein sexistisches, patriarchales Frauenbild, nämlich das der wirklichen Hausfrau, die von einem Mann gehalten wird. Ausbeutung wird durch die Verschiebung der weiblichen Tätigkeit, also auch jetzt Lohnarbeit, ja, in die reproduktive Sphäre gerechtfertigt, wobei die Abhängigkeit von diesen Tätigkeiten aktiv verleugnet wird, eben weil Frauenarbeiten die Form der Lohnarbeit verwehrt bleibt. Mit diesem globalen und intersektionalen Fokus lässt sich im losen Anschluss an Stefan Lessenich auch von einem Mechanismus doppelter Externalisierung sprechen. Der globale Norden lebt auf Kosten des globalen Südens. Im globalen Süden wird auf Basis hausfrauisierter Arbeit modernisiert. Die Externalisierungsdynamiken werden unsichtbar gemacht, die Abhängigkeit von ihnen verleugnet. Mies führt aber auch noch eine weitere Kritik der Abhängigkeitsverleugnung. Diese betrifft das Versprechen der Autonomie und den Dualismus von Freiheit und Notwendigkeit. In dem gemeinsam mit Vandana Schieber verfassten Buch Ökofeminismus von 1993 skizzieren die AutorInnen in der Einleitung eine Kritik an klassischen Auffassungen von Emanzipation. Sie identifizieren das westlich dominante Verständnis von Emanzipationsbestrebungen als die Vorstellung, Zitat, dass die Freiheit und das Glück der Menschen von einem fortwährenden Emanzipationsprozess von der Natur abhängen. Zitat Ende.
Diese Vorstellung beruhe auf einem zutiefst dualistischen Weltbild, in dem davon ausgegangen wird, dass Freiheit sich in Freiheit von Notwendigkeiten realisiert. Mit Notwendigkeiten werden in einem solchen Weltbild alles Körperliche und Natürliche verknüpft, wie wir ja schon mit Plumwood gesehen haben. Ich zitiere jetzt aber Mies und Shiva. Außer Frauen schließt dies die Natur und andere Völker mit ein, die Kolonisierten und Naturierten, die für die freie Ausbeutung und Unterwerfung erschlossen, zu anderen, zu Objekten gemacht wurden. In diesem Emanzipationsprozess des europäischen Subjekts vom Reich der Notwendigkeit. Für einen ökofeministischen Freiheitsbegriff ist es Mies und Shiva zufolge notwendig, die Abhängigkeit von diesen Notwendigkeiten nicht zu verleugnen. Vielmehr müsse Freiheit von der Notwendigkeit her neu gedacht werden. Freiheit im Reich der Notwendigkeit kann für alle universalisiert werden. Freiheit von der Notwendigkeit können dagegen nur einige wenige erreichen. Es wäre noch hinzuzufügen, die wenigen können es nur um den Preis der Verleugnung ihrer Abhängigkeit. Mies Ökofeminismus lässt sich also als doppelte Kritik an der Verleugnung von Abhängigkeiten begreifen. Erstens der Verleugnung von der Abhängigkeit von Frauenarbeit im globalen Süden, die den Wohlstand und das Konsumniveau des globalen Nordens und die Entwicklung der Länder des globalen Südens sichert. Und zweitens die Verleugnung der Abhängigkeit von Notwendigkeiten, Körpern und Natur. Ihr Lösungsvorschlag, der normative Fluchtpunkt des Ökofeminismus à la Mies, liegt nun aber paradoxerweise in einem Streben nach radikaler Unabhängigkeit, nämlich in der Etablierung einer oder vielleicht eher einer Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft. Damit beschreiben Mies und ihre Kolleginnen kurz gesagt Formen des Wirtschaftens, die auf die Aufrechterhaltung der basalen Lebensgrundlagen zielen und auch eine vom Weltmarkt unabhängige Versorgung mit Lebensmitteln, die autonome Kontrolle über Land und Wasser und das Postulat der Regionalität setzen. Unabhängigkeit ist der zentrale Wert dieser Strategie und bezieht sich insbesondere auf ein Ausscheiden aus den Verknüpfungen des Weltmarktes. Der globalisierungskritische Impuls führt aber denkbar weit und ist mit der Gefahr einer Romantisierung von Armut verbunden, die ein Ökofeminismus für das Anthropozän unbedingt umgehen muss. Denn globale Verknüpfungen gelten Mies mitsamt jeglichen Technologien als Feindbild. So reproduziert sie mit der Idee subsistenter Gemeinschaften gerade jene Fantasie der Herausnahme aus der weltlichen Relationalität, die mit dem souveränen Subjekt der westlichen Moderne so eng verknüpft ist. Natur wird völlig ambivalenzfrei einer genuinen, gefährlichen Technologie und Wissenschaft gegenübergestellt und die Affirmation der Abhängigkeit von der Natur beschworen. Die Feier unserer Abhängigkeit von Mutter Erde, ich zitiere, steht im Kontrast zu der Haltung, die Francis Bacon und dessen Nachfolger, die Väter der modernen Wissenschaft und Technologie, propagierten. Für sie war diese Abhängigkeit eine Schande, eine Verspottung des menschlichen Rechts auf Freiheit gemäß den eigenen Vorstellungen und musste daher mit Gewalt und Zwang abgeschafft werden. Hier nimmt Mies Dualismuskritik eine normativ selbstgewisse Wendung, die dazu führt, die Wertigkeit der Artikulation von Abhängigkeit und Unabhängigkeit problematisch zu verengen. Die normativen Vorzeichen von Abhängigkeit und Unabhängigkeit sind alles andere als klar. Sie kippen um, überlappen sich, bedürfen der fortwährenden Analyse und Kritik. Mit Mies wird aber nichtsdestotrotz, finde ich, ein paradoxes Spannungsfeld deutlich, das bei solchen Analysen, wie wir sie mit dieser dualismuskritischen Perspektive machen können, im Blick behalten werden muss. Nämlich die durch Natur und Notwendigkeit begrenzte Freiheit einerseits und die Forderung nach radikaler Unabhängigkeit andererseits. Kann die Anrufung von Ganzheit und eine Feier der Abhängigkeit den Weg zu einem kritischen Naturbegriff für das Anthropozän ebnen, wenn wir konsequent dualismuskritisch argumentieren wollen? Lässt sich Abhängigkeit aufwerten und affirmieren, ohne eine romantisierende Vorstellung des unabhängigen Wirtschaftens und Zusammenlebens anheimzufallen? Also das sind Fragen, die für mich folgen aus dieser ökofeministischen Perspektive. Und ich möchte diese Fragen jetzt aus der Perspektive, aus der neomaterialistischen Perspektive Haraways aufgreifen.
Haraways Arbeiten gelten als frühe Vorreiter einer neomaterialistischen Position in der feministischen Theorie. Neue Materialismen, das kurz als Einordnung, eint das Anliegen, Materie nicht als passive Ressource, Hintergrund oder Einschreibefläche für Bedeutung zu begreifen, sondern als aktiv an der Konstitution der sozialen Welt beteiligt. Gegen einen linguistischen Monismus und primär semiotisch-diskursanalytisch verfahrene Ansätze reklamieren sie einen wirkmächtigen Stellenwert des Materiellen. Materialität wird hier breit verstanden und auch jenseits menschlicher Praxis konzipiert, also etwa auch jenseits von Arbeitsverhältnissen. Neue Materialismen interessieren sich für Pipelines und Pilze, für Tiere und Orchideen, für Stromnetze und Piezokristalle. Das neomaterialistische Anliegen einer theoretischen Aufwertung des Materiellen greift dabei ebenfalls den dualismuskritischen Impuls auf. Ganz ähnlich der kritischen Stoßrichtung bei Mies geht es auch vielen neuen Materialismen darum, Abhängigkeitsverhältnisse sichtbar zu machen und Materialität theoriestrategisch aufzuwerten, allerdings eben mit einem dezidierten Blick für mehr als menschliche Konstellationen. Daher ist es besonders der Dualismus von Natur und Kultur, der einer kritischen Revision unterzogen wird. Ein wichtiger Einsatzpunkt von Haraways Theoriebildung liegt in diesem Zusammenhang nicht nur in einer vehementen Dualismuskritik, sondern auch in einer nicht weniger vehementen Kritik ökofeministischer Positionen der 70er und 80er Jahre, und da kann man Mies ganz sicher dazu zählen. Es sind gerade die normativen Gewissheiten der Göttinnen, so Haraways Polemik gegen eben diese ökofeministischen Positionen, die sie zurückweist. Weder sei Technologie per se androzentrisch, militaristisch und beherrschend, noch Natur, harmonisch, nährend und rein. Eine derart klare Gegenüberstellung wiederhole gerade jene Abgrenzungsgeste, die der Verleugnung von Abhängigkeitsverhältnissen Vorschub leistet und zur herrschaftsförmigen Organisation sozialer Beziehungen beiträgt. Haraway hat dann das Bild des Cyborg, des kybernetischen Organismus, feministisch angeeignet, um die Hybridität und Unreinheit aller Verkörperungen und Subjektivität zu unterstreichen. Ein Bild übrigens, das Mies wiederum als postmoderne Spielerei zurückgewiesen hat, die eine Fragmentierung und Kommodifizierung des weiblichen Körpers Vorschub leiste. Der Dissens zwischen den beiden materialistischen Positionen, die im Kern um Naturverhältnisse kreisen, also jetzt Mies und Schieber, liegt also in ihrem Verständnis von Naturkörpern und ihrem Verhältnis zu Technologien. Während der Ökofeminismus von Mies den Dualismus von Technologie und Natur unangetastet lässt und Natur deutlich mit Ganzheit, Harmonie und Reinheit identifiziert, lenkt Haraways Neomaterialismus den Blick auf die ambivalente und heterogene Struktur von Naturverhältnissen oder besser Naturkulturverhältnissen in einem Wort. Mit diesem Schlagwort der Naturkulturen in einem Wort unterstreicht Haraway die unhintergehbare Verwobenheit von Natur und Kultur. Sie und viele andere neue Materialismen versuchen diese Einsicht im Sinne einer relationalen Ontologie auszuarbeiten und dabei den dualismuskritischen Gedanken eben auch postanthropozentrisch zu wenden. Es ist der Begriff der gefährdenden Spezies, im englischen Original Companion Species, der in Haraways Spätwerk auf ein ontologisches Verständnis von naturkultureller Relationalität verweist. Sie beschreibt damit, dass konstitutive gemeinsame Werden heterogener Körper, Tiere, Organismen und Entitäten das Ausdruck in unterschiedlichen Differenzierungen findet. Entitäten und Körper entstehen demnach in Beziehungen und gehen diesen nicht voraus. Ein Modus des In-Beziehungsstehens und der Abhängigkeitsverhältnisse ist für Haraways Denken also fundierend, dabei jedoch immer historisch spezifisch. Die so angedachte konstitutive speziesübergreifende Interdependenz versteht sie weder als per se gut noch als allumfassend. Nichts ist mit allem verbunden, alles ist mit etwas verbunden, heißt es in diesem Sinne in Haraways letzter Monographie Staying with the Trouble. Haraway plädiert daher bekanntlich für situierte Analysen, die spezifische Relationsgefüge freilegen, verstehen und verorten.
Da Haraway das gemeinsame Werden der Spezies seit der Jahrtausendwende ausgehend von Mensch-Hunde-Beziehungen theoretisiert hat, hat sie nicht selten selbst den Vorwurf der Romantisierung kassiert. Allerdings beharrt sie nicht nur auf der Spezifizität von Beziehungsgefügen, sondern dezidiert auch auf deren Ambivalenz und Destruktivität. Die postanthropozentrische Stoßrichtung ihres Denkens erlaubt es, jene unsichtbaren Abhängigkeiten mitzudenken, die gemeinhin mit ökologischen oder natürlichen Beziehungen assoziiert werden und die überhaupt nicht in etwas wie harmonischen Verhältnissen aufgehen. Im Gegenteil, ich zitiere, blanke Ansteckung, Gefährtinnen Spezies infizieren einander andauernd. Körperliche, ethische und politische Verpflichtungen sind infektiös oder sollten es sein. Das Vokabular der Infektion mag befremden. Haraway weist damit jedoch auch eine zentrale Einsicht hin, nämlich, dass der normative Bezug auf ein wiederverzaubertes Naturverhältnis problematisch ist, weil er ein Reinheitsgebot mit sich führt, das queere Verkörperung und hybride Identitäten ausschließt. Destruktivität, Infektiosität und Queerness gehören zur Natur. Und es muss gefragt werden, wie mit und in diesen Ambivalenzen, Spannungen, Widersprüchen, Heterogenitäten, wie in und mit diesen gelebt werden kann, zu welchem Preis und unter welchen Umständen. Ein Preis, das ist sozusagen diese postanthropozentrische Wendung von dem Denken und auch die Pointe auf eine Weise, ist dabei aber immer zu verrichten. Also man kann es nicht ganz haben, also es wird nicht einfach harmonisch sein, das Zusammenleben. Abhängigkeitsverhältnisse und Überlappungen stehen als naturkulturelle Durchdrungenheiten im Zentrum von Haraways Arbeiten. Dabei stellt sie zwar immer wieder Bezüge zur historisch-spezifischen Form kapitalistischer Vergesellschaftung her, eine umfassende Analyse von Arbeitsverhältnissen beispielsweise jetzt legt sie aber nicht vor oder nur in Ansätzen. Hier können historisch-materialistische Analysen meines Erachtens ergänzend hinzugezogen werden. Darüber hinaus, dies ist aber eine Stärke des Ansatzes, sind die Begriffe der Abhängigkeit und der Unabhängigkeit nicht mit ähnlich klaren normativen Vorzeichen versehen wie bei Mies. Die Vorstellung einer harmonischen, natürlichen Interdependenz weist Haraway zu Recht zurück. Natur lässt sich nicht isoliert aufsuchen oder als solche herstellen. Sie kann in ihren heterogenen naturkulturellen Verknüpfungen immer auch destruktive Potenziale realisieren. Andersherum müssen auch und sogar einseitige Dependenzbeziehungen nicht immer Herrschaft bedeuten. Zwar wird auch neuen Materialismen teilweise ein harmonistischer Bias vorgeworfen, das habe ich eben schon erwähnt, weil Relationalität so stark betont wird und auch als so eine Art Wert manchmal aufgerufen wird oder so ein Erlösungsversprechen. Also wenn wir alle anerkennen, dass wir miteinander verwoben sind oder die Relationalität hochhalten, dann wird alles gut. Und das mag für manche Positionen im Feld auch mehr oder weniger zutreffen. Für Haraways Entwurf gilt das allerdings meines Erachtens zumindest nicht so sehr. Und ich sehe die Potenziale neuer Materialismen auch jenseits dieser seltsamen Vorstellung von Relationalität als Wert an sich. Im Gegenteil können diese Positionen aus meiner Sicht helfen zu zeigen und auch angemessen zu verstehen, dass es wichtig ist, Relationalität nicht positiv zu verklären, sondern auch in ihren destruktiven Dimensionen zur Kenntnis zu nehmen. Solche Destruktivität ist einerseits ganz basal zu verstehen im Sinne von zerstörerischen Potenzialen, die naturkulturellen Prozessen innewohnen und dabei mehr oder weniger verfügbar sind. Aber Destruktivität in Form von Herrschaft wohnt auch, das ist so ein bisschen, was ich gerne entwickeln möchte, den Verleugnungsleistungen inne, die notwendig sind, um ein dualistisches Weltbild mit all seinen Konsequenzen zu reproduzieren. Daher ist es nötig, diese Verleugnungen aufzudecken und in der eigenen Theoriebildung zu vermeiden. Fantasien der Herausnahme und radikalen Unabhängigkeit, wie sie in Ideen der Subsistenzwirtschaft mitschwingen, sind aus dieser Perspektive zurückzuweisen. Die Anerkennung und partiale Affirmation von Abhängigkeitsverhältnissen erlaubt schließlich, und hier treffen sich Mies und Haraway, eine veränderte Vorstellung von Befreiung anzudenken, die weniger als Befreiung von Zwängen gedacht wird, denn als ein Prozess,
der nicht abschließbar ist und Notwendigkeiten, insbesondere körperliche und ökologische Notwendigkeiten, ernst nimmt. Der normative Horizont der Befreiung würde nicht auf einen negativen Freiheitsbegriff verengt, der sich die Freiheit nur als eine Freiheit von körperlicher Bedürftigkeit und jenseits ökologischer Voraussetzung vorstellen kann, sondern Körper, Natur und andere Notwendigkeiten wären Gegenstand partialer Affirmationen. Ich komme zum Schluss. Ich schlage vor, die feministisch-materialistische Tradition als eine Tradition der heterogenen Theoretisierung von Abhängigkeitsverhältnissen zu begreifen, die auf Formen der Dualismuskritik aufbaut. Die gesellschaftlichen Verleugnungen und Abblendungen von Abhängigkeit und der teils hierarchisch strukturierten Verwiesenheit aufeinander und anderes lassen sich aus Perspektive der feministisch-materialistischen Dualismuskritik deuten und besser verstehen. Eine Betrachtung unterschiedlicher theoretischer Zugänge unter diesem Gesichtspunkt ermöglicht es, Brücken zwischen materialistischen Traditionen zu schlagen und umfassende kritische Analysen anzubieten. Der Katalog möglicher Anschlusslinien ist mit den beiden heute vorgestellten Positionen natürlich keineswegs abgeschlossen. Je nach Gegenstand und Fokus können hier auch weitere Traditionslinien von Bedeutung sein, insbesondere jene, die die rassifizierten und postkolonialen Dimensionen dualistischen Denkens analysiert, wie etwa die Arbeiten von Maria Lugones. Aber auch die feministische Psychoanalyse, die Aufschlüsse über die spezifischen Mechanismen der Verleugnung geben kann. Eine feministische Analyse und Kritik von Naturverhältnissen im Anthropozän kann mit einem Fokus auf Abhängigkeit und Unabhängigkeit insbesondere den Aufwand sichtbar machen, den es erfordert, Abhängigkeitsverhältnisse zu verleugnen. So sind moderne Gesellschaften zwar auf Abhängigkeitsverleugnungsleistungen angewiesen, die Abhängigkeiten von komplexen Lieferketten, funktionierenden Gesundheitssystemen, Pflegekräften, natürlichen Ressourcen, der Luft, anderen Menschen, Bakterien, Viren, Infrastrukturen und so fort, können nicht dauernd bedacht werden. Die Krisenerfahrungen im Anthropozän wirken aber als Abhängigkeitsvergegenwärtigungen, denn sie machen schlagartig mannigfaltige Abhängigkeiten sichtbar, die nicht unmittelbar regulier- und gestaltbar sind. In diesen krisenhaft erfahrenen Momenten der Vergegenwärtigung wird spürbar, wie moderne Abhängigkeitsverleugnungsleistungen Gesellschaften des globalen Nordens gleichsam auf die Füße fallen. Die Intensität der Krisenerfahrung speist sich insbesondere aus dem Erleben substanzieller und nicht unmittelbar regierbarer Abhängigkeit, die an die eigene Verwundbarkeit, Körperlichkeit und Angewiesenheit auf andere und eben auch nichtmenschliches anderes erinnert. Spätmoderne Gesellschaften sind vor diesem Hintergrund dazu angehalten, zu fragen, welche Abhängigkeitsverhältnisse sie sich leisten wollen. Das Anthropozän zwingt dazu, darüber zu debattieren und nachzudenken, wie mit Unverfügbarkeit, Notwendigkeit und unserer Natur als einer fundamental auf andere und anderes Angewiesene besser umgegangen werden kann. Wie ich gezeigt habe, kann die materialistische Antwort auf diese Gemengelage nicht darin liegen, die Verhältnisse einfach umzukehren, also Abhängigkeit und Natur wieder zu verzaubern und in diesem Sinne zu affirmieren. Vielmehr sollten die Spannungsverhältnisse und Ambivalenzen der spätmodernen Abhängigkeitsverhältnisse ausgelotet werden. Dabei sollten Abhängigkeiten nicht per se abgewertet, umgangen oder aus der Theoriebildung herausgehalten werden. Dies würde nur jene modern souveräne Geste wiederholen, die zur Begründung von Ausbeutungsverhältnissen immer wieder bemüht wird. Es bedarf also partialer Affirmationen von Abhängigkeit, um andere Umgänge mit Notwendigkeit, Natur und Unverfügbarkeit zu imaginieren. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Katharina, für diesen super spannenden und sehr anregenden Vortrag. Wenn du das vielen Dank auch an alle für die Teilnahme und für einen schönen